Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft 1.10 mit dem Adcrafter 27. Und der Mistkäfer. Du hast ein halbes Herz Leben. Ja, siehst du mal, wie gut ich bin. Du Und bist eine echt gut. Hungerkeule. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier in unserem wunderschönen Häuschen. Haben schon sehr viel geschafft in den ersten 7 Folgen. Nix. Oder waren es 8? Ne, es waren 8 Folgen. Genau, nur mal für dich. Der Ofen hier war weg, den habe ich jetzt neu gebaut. Der Ofen war weg. Ja. Keine Ahnung, wie gesagt, wir haben 65 Mods geupdatet. Also wahrscheinlich ist alles von dem Mod weg da. Aber die Wobei. Items waren ja da. Ja, aber das ist ja die Agrokultur Revolution und das sind ja die anderen wieder. Das Aber der ist ja war ein weg. normales Schirm. Und es gibt kein anderes Item. Also der war weg. Okay. Den musste ich neu bauen. Naja, passiert. Dass du weißt. GDM. Gut, wird das Ja. geklärt. Genau, wir haben das mit dem Team auch geklärt. Das hat auch dann funktioniert. Das war das Letzte. Claim Chance. Genau. Also quasi, wir haben es nicht geklärt. Nee, nicht Ich unbedingt, bin aber. jetzt in seinem Team zugelassen und er ist in meinem Team zugelassen. Genau. Wir sind nicht in einem Team, Du nur hast um aber das so deine nochmal zu sagen. Chunks jetzt Chunk geloadet, oder? Bei mir sind es rot. Deine Außen, genau. Weil bei mir sehe ich ja nur meine. Ja, und ich sehe nur meine. Also wir haben jetzt quasi zwei Gebiete. Der innere Gebiet gehört quasi Ed und der äußere mir und darum kommt ja die Wildnis. Somit wissen wir immer, wie weit wir von unserem Haus entfernt sind. So circa. Genau das haben wir gemacht. Was haben wir noch gemacht? Es war ja noch was auf der Und To-Do-Liste. du hast das Advanced Inventory Genau. endlich hingekriegt und in sein Spiel abgeschätzt. Ja, genau. Warum und weshalb weiß auch keiner. Und hier drin habe ich für dich einen Zauberstab oben. Der ganz der rechte. Der Rechte. verlicht. Habe ich unten gefunden von den ganzen Dingern da. Wo ist eine Kann ich ihn Silberfische? hier rausnehmen? Röstelt nur. Der jetzt andere. Moment. So. Ja. Kannst du auch Licht Ah. machen. Licht. Geil. Aber auch ein. Immer so schön. Und jetzt kommt dieses Kringgeräusch so. Genau, ich würde mal sagen, wir gehen schlafen. Ja, wirklich so richtig toll, als wäre es so langweilig. Genau, so richtig der Effekt. Was wir noch gemacht haben, ist eigentlich, dass wir jetzt alle Bäume mit einem Mal abbauen können. Mal schauen, ob das geht. Hey, was ist denn das? Slimy. Yeah! Es funktioniert. Das ist ja schon mal sehr schön. Damit Und kriegen wir wir haben es auch Internet. hingekriegt, dass Tool Switch funktioniert. Den Mod hatten wir ja schon drin, nur den müssen wir quasi Aktivieren, aktivieren. genau. Zack. Dann nimmt er die Hacke. Dann tut er Und, quasi, wenn das und. aktiviert ist, tut er Bam. automatisch. Cool. Wir müssen halt den Suchen das Autosetzling richtige Mod haben wir aber Items. nicht drin, ja, nee. Was? Autosetzling Mod da, der was automatisch im Setzling wieder pflanzt. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Na, ist ja auch egal. Schon irgendwie schön aus, wie wir hier sind. Sein Was mit dem Bau? Scheiß Haus Haus Dirt. So wie meine Folge heißt. Scheiß Haus Haus Dirt. Hab's schon gelesen. Du hast ja nun endlich die Folgen hochgeladen. Das kann halt passieren, wenn man halt den ganzen Tag beschäftigt ist. Kann ich jetzt eigentlich meinen Stumpf abbauen? Ja. Der detektiert ganz normal Holz und nicht Bäume. Also bei Also wir sollten Holz. kein Baumhaus bauen. Holz gibt Haus aufpassen. Passiert halt. Was ist das dort oben? Komisches Tier. Es gibt komische Tiere hier auf der Insel. Ja, aber wo Insel? Ja, wir sollten uns mal schön langsam ein bisschen so anfangen mit unserem Haus Mods? bauen, wie wir uns das so ein bisschen vorstellen, damit wir das dann gleich ein bisschen so einrichten können und so. Weil wir brauchen ja mal ein Lager. Brauchen um einiges Hammer. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit Hausbau ein bisschen an, so. Oder? Können wir Ordentlich. machen. Man, es muss ja jetzt kein schönes sein, aber wenigstens mal grob. Wir können nicht schön bauen. Wenn nicht. Meinst du, habe ich eine Chance gegen den Typen da? Verschwinde. Kann der helfen? Das wollten wir ja nicht ausschalten, dass man Habe ich Kämpfe hatte. versucht, aber irgendwie nichts rausgefunden. Es gibt nur In dem irgendwelche Kampfsystem. Plugins oder so. Dazu gefunden habe ich nichts. Das deaktiviert Okay, das keine Ahnung. Cooldown. Vielleicht kann ich mich nochmal erkundigen.
Ja, wie bauen wir jetzt unser Häuser und Und vor allem, wo? Also wie gesagt, dort vorne ist ja eigentlich dieser wunderschöne See. ja, die Frage ist, bauen wir jetzt, so wie wir gesagt haben, mit einzelnen Häusern? Also ein Haus für Lager, ein Haus für das und das und das. Ja, Oder schon, wie? oder? Gut. Das verbinden wir dann mit Wellcraft oder mit was auch immer, was wir so haben. Das werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt an logistischen Möglichkeiten haben, um Waren von A nach B zu transportieren. Keine Ahnung. Weil es gibt ja kein Bildkraft, somit keine Logistikpipes. Überhaupt keine Rohre. Wir hätten natürlich, glaube ich, irgendwelche Pipes von Ja, Thermal Ender.io haben wir. Dynamics. Würde das hier jetzt nicht so heißen. Ender.io haben wir noch. Alter, was Stimmt ist denn das für das? ein Ding da hinten? Die Laber, kacke, danke, Bums. Auf jeden Fall sieht das halt hier wunderschön aus, vor allem tausende Todespunkte. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Nein, ich kann nichts mal weglöschen. Ja, ich würde mich ein bisschen davon dem Monster, glaube ich, fernhalten. Ja, das ist halt gefährlich. Aber wenn du jetzt halt hier wirklich so irgendwas hier reinbaust, also unser Haupthaus irgendwie über diesen See, Können mal rein theoretisch was dann machen. könntest du halt überall, könntest du dort drüben eine Brücke vom Berg hinziehen. Und ich weiß halt nicht. Ja, die Frage Das wird ist, so auf Bergebene vielleicht bauen. aus was bauen wir? Ja. Sehr gute Frage. Nächste Frage. Sonst würde ich sagen, dass wir jetzt vorerst mal, da hinten ist es so ein grauenhaftlich grässlicher Wald, dass wir den mal abholzen und mal aus Holz bauen. Das ist für mich die schnellste Methode. Ja, dann. Oder? Meine Axt ist halt ziemlich schnell kaputt. Ja, dann müssen wir uns halt neue Holzäxte besteigen. Hab ich eh noch stehen. Problem ist natürlich, wenn er sie leer hat, macht er nicht weiter. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Also können wir schon mal bauen. Eine Werkbank. Hätte ich gleich die bessere machen können. Ja, mal. Ja, mal. Ich habe nicht mal irgendwas zum Bauen. Außer Holz. Ist das neu? Du Was? kannst jetzt zwei Holzblöcke übereinander stapeln. Moment mal. Wie zur Holzbrücke. Dir mal zeigen. Bist du drin oder wie? Nein. Hab ich auch gerade. Das Industrial High. Das geht. Okay, kriegen wir 16 raus. Man musste halt nicht direkt in Planks umwandeln. Ist auch cool. Hast Schon du praktisch. deinen da noch? Ja, das ist falsch. Top, falsch. Ja, super. Jetzt haben wir ganz einfach da voll mit Stein gespielt haben. Auf was haben wir das Ja, alte Inventar Spitzhacken sind gelesen? natürlich alle schlecht. Ja, mach mal Trashcan, diese auch. So. Wir haben ja Müller. Weil das dauert halt so übelst lange. Was? Wahrscheinlich war dein ganzen Baum berechnet, oder? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Normalerweise braucht der nicht zu lang für ein Stück Holz. Na, kann sein, dass er halt den ganzen Baum berechnet. Oder das Holz kannst du nicht fällen. Er hat's ja gerade gefällt. Mit einem Hartholz sein vielleicht. Will irgendwelche Magnet, ne? Not enough durability. Okay, das sagt er da. Ja, aber mit der muss die komplett ganz sein, oder was? Original oder was? Den verkehrt. Sagt sie. Kann den Baum nicht Na, fällen. immerhin, da saugt sie ja rüber, ist extrem leer. Du musst dir ja vorstellen, das ist ein riesen Baum. Ja, wir sollten auf Eisen umsteigen, sonst wären wir heute nicht fertig. Naja, wenn wir dann Holzplanks draus machen, dann wird schon. Aber Eisen haben wir da auch nicht so viel. Wir sollten ein bisschen vorsichtig umgehen mit unseren Ressourcen. Gut, stimmt. Was halt? Halben Baum und halben Baum, dann geht's auch. Die Räume sind halt riesig. Darfst du vergessen, wie viel du da schon Holz hast dann. Mit einem Baum. So, hätten wir das hier schon mal. Die Frage ist halt, arbeiten wir uns mehr den Berg hoch oder arbeiten wir uns hier am grauen Boden entlang? Keine Not Ahnung. enough durability. Trikop. Shop.
Also ich habe schon 3 Stack hohes Holz. Kann ich dir nicht sagen. Der Baum muss zuerst fallen. Auf jeden Fall gibt es in diesem See Clay. Das ist gut. Nicht Okay. genug Durability. Wir Bauen hätten wir uns eigentlich auch mal unser Advanced Inventory angehen können. erstmal. Oh, ich habe mir dran gedacht. Offline, aber dann. Was denn immer zu wenig Durability? Oh Gott. Ach, dann halt nicht. Außer wirklich fast für jeden Baum eine neue Spitzhacke. Ja. Was ist jetzt los? Kann man die nicht zusammenkraften irgendwie wieder? Okay, den hat er. Die nur ein Amboss, oder? Weiß ich nicht. Moment, geht das im Crafting Table? Im Crafting Table geht's auch, kannst zwei nebeneinander legen und dann tut er. Auch in Inventar? Ja. Gut. Wieder zusammenflicken. Dann ist gut. Eine ganze Hast du Melone ja wohl geben wir recht. doch. Gott. Nur jetzt so ein Holzhaus, da müssen wir da aufpassen. Man kann immer so immer. Ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt aufs Holz bauen. Ja, aber ja, wenn wir Planks nehmen, ist ja egal. Bestimmt. Fürs erste Mal. Na, immer schauen, wir haben ja viele Dekorationsmods drin, ne? Also um halt wirklich extrem pixelgenaue Gestalten aus Blöcken zu machen, zum Beispiel. Also zum Das Beispiel ein stimmt. Schild. Wir haben auch den Mod drin, dass wir Bilder laden können, gell? Ja, stimmt. Schlimmsten Richtig. Fall. Da. Also Picture sein. Genau. So, aber ich glaube, jetzt haben wir schon genug Holz, oder? Fürs Erste. Zur Not müssen wir ein Nachfeld. Die Frage ist halt, von wo wir aus starten wollen. Das ist eine gute Frage. Ich würde es einfach mal irgendwo hinbauen. Aber er hat hier irgendwie, er hat irgendwelche Mods hat er replaced, weil die ganzen Skulpturen fehlen halt im Wasser. Stimmt, was hast du denn gemacht? Keine Ahnung, ich habe eigentlich nur alle Mods geupdatet. Sieht nicht schön aus. Davor sah es halt hier richtig cool aus. Weil die gingen ja auch noch, die waren quasi bunt, bunte Statuen, die gingen ja auch noch aus dem Wasser hervor. Ja, okay. Ist Ja, halt mal sehen. scheiße. Passiert. Kann man nichts machen. Was machen? Oder fangen wir So. einfach mal hier irgendwo an, oder? Von unten oder vom Berg drüben rüber ziehen? Das ist eine gute Frage, wie. Ich würde halt einfach mal irgendwie drauf losbauen, da irgendwie so ein kleines Häuschen mal. Wir müssen ja erstmal irgendwie nach oben. Persönlich hätte ich Schlange. gerne erstmal eine Kiste. Achtung, Schlange. Ja, bauen wir das Haus jetzt in der Luft oder wie bauen wir das? Weiß halt nicht. Dachte schon, oder? Keine Ahnung. Mir relativ. Manchmal unsichtbar. So. Dann das. Ja, weiß er nicht, wie wir es bauen, wirklich. So würde ich es halt auch nicht bauen, oder? Jetzt auf der Ebene bauen, wo du da bist, da. Dass wir es quasi nur schwimmend haben, so wie ein Seehaus. Zum Beispiel, ja. Wir können ja dann eh noch hochziehen. Ja, wir können das Haus ja nach 250.000 mal umbauen, wenn wir das später wollen. Nur, wisst ihr, wir müssen ja bedenken, wir müssen ja da irgendwie mit Züge oder mit was auch immer rein noch. Catching zone, keep watch the hatch, create a location. You will be lost if you leave area. Oh, die Eier.
Keine Ahnung.